Hallo und willkommen bei German Blank in Ärgern Reviews. Heute mit einem ganz kurzen Review zu dieser taktischen Umhängetasche hier von UTG oder UTG, wie immer man das ausspricht, keine Ahnung. Und zwar hat das Teil hier ein verdecktes Holster eingebaut und darum geht es eigentlich. Denn nach ein paar Holstervideos von mir, was ja hauptsächlich bisher Paddle-Holster waren, die ich vorgestellt habe, gab der Wunsch einiger Abonnenten auf, auch mal ein paar verdeckt zu tragende Holster, Inside-Holster, ähnliches mal vorzustellen. Und wir fangen heute mal an hier mit dieser Holstertasche quasi. Das Teil ist wie gesagt eine taktische Umhängetasche, heißt UTG taktische Umhängetasche Scout Messenger, glaube ich. Ja. Die Abmessungen sind 30,5 x 29,2. Mal 8,9 im zusammengefalteten, jetzt ist es natürlich schon ein bisschen breiter, Zentimeter. Ihr habt einen relativ langen Schultergurt, den ihr wirklich, der hier ist hier noch schön gepolstert an der Stelle, wo es aufliegt. Das könnt ihr auch hier abmachen mit Klett. Ihr habt hier am Tragegurt hier noch diese robuste Schnalle mit dem UDG-Logo. Könnt ihr hier abmachen. Ihr habt hier noch so eine Molle-Straps dran, wo ihr was rantüddeln könnt. An der anderen Seite hier auch. Und die Tasche an sich hat halt eine große Klappe vorne, wo halt schon in der Klappe diverse Fächer sind. Ihr habt hier so ein Klettteil, wo ihr was drauf packen könnt, zum Beispiel den Aufschrift Polizei. Das Teil ist halt von Kriminalpolizisten weltweit schon getestet oder auch im Einsatz. Die benutzen das halt viel. Man kriegt viel Equipment darunter, viel Einsatzequipment oder auch privates Zeugs. Ich zeige euch gleich die ganzen einzelnen Taschen meiner Nahaufnahme. Die Schnalle, zack, dann habt ihr hier auch noch Fächer drunter, zeige ich euch gleich mal hinten. Ist das Ganze hier schön abgepolstert. Da drin befindet sich auch das Holster, zeige ich gleich. Relativ robustes Material. Kommen wir mal erstmal zu den einzelnen Taschen. So, ich werde euch jetzt mal ganz grob die Taschen zeigen. Ich werde da jetzt nicht so ins Detail gehen. Das ist wahrscheinlich für die meisten dann auch uninteressant. Ihr habt hier in der Klappe schon zwei Taschen. Einmal so ein relativ großes Fach vorne. Dann habt ihr, das sieht man hier so rum, hier oben drauf noch eins. Na, schwierig mit einer Hand. Da habe ich zum Beispiel Pflaster drin und Kleingeld. Also nicht zu viel freuen, ich habe die meisten Sachen rausgeräumt. Ihr seht also nicht, was ich alles immer so mit mir rumtrage. Nur so ein paar Kleinigkeiten hier. Dann habt ihr zwischen dem Hauptteil hier vorne und dem hinteren Teil, wo, der Holster, wo das Holster drin ist, habt ihr hier noch einen Reißverschluss. Da habt ihr zwei große Fächer noch, wo ihr irgendwie Unterlagen oder irgendwas reinpacken könnt, keine Ahnung. Dann habt ihr die Klappe. Und darunter habt ihr im vorderen Bereich hier noch ein Fach, was habe ich da drin, was zum Feuer machen, was ist das noch, ein Messerschärfer, ja, da könnt ihr jetzt allerlei Kleinkrams unterbringen, dann ist hier noch eine Tasche, die ist von innen etwas komplexer noch aufgeteilt, vorne ein bisschen größeres Fach, dann habt ihr hier so ein Ordnungssystem, da könnt ihr, was weiß ich, Taschenlampe, taktischen Kugelschreiber, Messer, irgendwas reinpacken, hinten noch ein größeres Fach, also da ist ordentlich Stauraum drin. Dann habt ihr natürlich das große Fach, vorne ein kleines Fach, hier das große Hauptfach, dann habt ihr hier noch so ein Netz und im hinteren Bereich noch ein Reißverschlussfach. Also das ist wirklich ein absolutes Raumwunder, diese Tasche. Bei den Abmessungen kriegt ihr wirklich sau viel rein. An der Seite habt ihr noch hier so ein Netz, da könnt ihr so bis zu 1 Liter große PET-Flaschen zum Beispiel reinstecken. 0,5 Liter Flaschen passen perfekt. Ganz bequem, habt ihr was zu trinken dabei. An der anderen Seite habt ihr hier auch noch so Molle-Straps, könnt ihr wieder irgendwas rantütteln, das ist echt super praktisch. Vorne dieses Klett-Ding, ne? Wo ihr irgendwelche Aufschriften draufpacken könnt. Die Polizisten, die das in Zivil nutzen, haben dann ihren Polizeischriftzug noch, den sie dann, wenn sie dann sich zu erkennen geben, ranpappen können oder so, ne? Ja. Also es gibt hier ganz viele Möglichkeiten. Jetzt kommen wir zu dem Wichtigsten, das eingebaute Pistolenholster. So, wenn ihr das Teil umhabt, also ihr habt auch noch so Polster, dann habt ihr hier hinten
direkt am Körper anliegend. Da ist es, eine große Tasche mit einem reingekletteten Holster. Da könnt ihr eure Pistole verdeckt tragen. Ich hole das Teil mal raus. So, das Teil ist da drin. Ihr seht hier eine große Tasche mit Klett und dieses Holster hat an beiden Seiten Klett. Ihr könnt also für Rechts- oder für Linkshänder es in die jeweils richtige Richtung einbauen. Es wird daran geklettet, hält bombenfest. Ist von der Größe her sowohl für größere Waffen, wie jetzt hier zum Beispiel der, na, komm mal her, der PPQ. Na, falsch rum, so rum. So, PPQ passt perfekt da rein, ne? Zack. Wird überhaupt nicht, kriegt nicht auf, seht ihr in der Tasche halt nicht, wenn die Tasche zu ist, dass da eine Waffe drin ist. Ihr könnt aber natürlich auch was Kompakteres, wie hier eine Soraki 906. Die ist da ebenfalls sicher drin. Zack. Ja. Zeig euch gleich nochmal, wenn sie am Körper liegt, wie ihr dann ziehen könnt. Also ist wirklich ein ganz praktisches Ding. Gefällt mir echt gut. Ja. Entweder halt, wie gesagt, für die dienstlichen Anwender im zivilen Einsatz oder einfach zum verdeckten Tragen, zum Dabeihaben seiner Schreckschusswaffe, kleinen Waffenschein. Ja, ein super Teil. So, wenn ihr unterwegs seid, könnt ihr entweder natürlich den Reißverschluss von vornherein auflassen. Man sieht es wirklich nicht, wenn ihr das so am Körper habt. Sicherer ist natürlich, es geschlossen zu halten. Ihr könnt relativ schnell den Zack aufmachen, greift unauffällig rein und habt zack eure Waffe parat. Genauso schnell habt ihr das Ding dann auch wieder verstaut. Das ist also wirklich eine klasse Sache. Also ich finde das richtig praktisch, das Teil. Das ist auf jeden Fall meine EDC-Tasche, die ich jeden Tag mit mir rumschleppe. Die Möglichkeit, eine Waffe mitzunehmen, hat man auch. Es passen, wie gesagt, kleine Pistolen rein, wie hier eine 906, aber genauso gut natürlich große Dinger wie die PPQ oder eine, was weiß ich, eine Soraki 918 oder irgendwas in der Richtung. Ne? Passt alles perfekt. Von mir eine ganz klare Empfehlung. Könnt ihr bei Amazon kaufen, kostet im Moment um die 62 Euro, glaube ich. Ich packe euch den Link zu der Tasche, wo ihr die kaufen könnt, in die Videobeschreibung. Und ja, das war's zu der Tasche. Bis zum nächsten Mal bei German Blank & Ärger Reviews. Ciao, Leute.